Tipps. Junge, das geht nicht. Das geht nicht. Tipogloni ist zurück und was nicht geht, es ist 3 Uhr nachts. Ja, ich habe heute, also heute mit, also es ist zwar 3 Uhr nachts, aber ich mit heute meine ich gestern. In den letzten 24 Stunden. Ich habe in den letzten 24 Stunden 8 Stunden Englisch geredet. Livestreams und Speedruns. Ich hoffe, ich kann jetzt auf Deutsch. Ich hoffe, das geht. Ich bin auch fit, tatsächlich. Halbwegs. Und ich habe tatsächlich mega Bock gerade. Ich habe jetzt kein Problem, 3 Stunden durch. Ist zwar 6 Uhr dann, aber... Weißt du, es geht. Weißt du, ich kann heute. Ich hier, ne? Pflegerin. Heilt sie mich dann? Wenn ja, wäre cool. Weil hier stand ja ein Pokémon Schwarz, der Arzt. Ja, sieht gut aus. Sieht aus wie das Pi. Ich habe meinen Browser nicht offen. Das ist schlecht. Ich würde eigentlich gerne wissen. Also alles Mögliche. Der Vorteil ist typmäßig, aber auch alles andere. Zum Beispiel Pi. Pi ist ja normaler, oder so, ne? Aber dann einfach drauf. Ich glaube, Pi hat keinen Typ. Pi kriegt in Gen 6 dann so einen Fee-Typ, soweit ich weiß. Für den Moment ist Pi einfach da. Und damit muss man leben. Mit sowas Traurigem muss man einfach leben. Team heilen, jawohl. Genau wie der Doktor damals hier. Wo sind übrigens meine Hausschuhe? Füße nennt man. Willst kämpfen? Komm her. Ah, mit ein paar Wasser-Pokémon wird er sich nicht schwer tun. Das ist gut, weil ich habe Boden. Andererseits dauert meine Bodenattacke... Ich brauche meine Bodenattacke 2 Runden. Das ist relativ dumm. Ganovia. Boden hat gute Chance gegen mich. Bitte, ich kann nicht ernsthaft dagegen kämpfen. Das ist doch Schwachsinn. Macht doch keinen Spaß, Freunde. Ich weiß nicht genau, A, was ich machen soll, B, ob ich hier überhaupt was machen soll. Spinner, okay. Ich sehe nichts. Ich meine, soll ich auch nicht, weil Sandsturm, aber ich möchte gerne was sehen. Ich wusste es. Bei dem kann ich ausweichen. Yes, kann ich. Das Item will ich, ja, komm wieder. Herzschuppel. Sehr, sehr unnötig. Wirklich ziemlich unnötig. Was ist in den alten Ruinen so? Fangen wir es an. Nach diesem Kampf können wir gerne mal gucken. Psycho. Hätte ich? Ich hätte Dingens nehmen können. Ich habe den Namen wieder vergessen. Ich hätte Dingens nehmen können. Psychoflug? Fuck. Ich habe gar nichts. Wie heißt mein Unlichtflug-Pokémon? Ihr wisst schon. Griffeldes? Ich glaube Griffeldes. Eventuell. So, Wiedersehen. Sandsturm von mir aus. Makaber. Ja, ist genau das gleiche. Unlicht, irgendwas, mir egal. Ist nichts, was womit vorher Probleme haben sollte. Goodbye. Schauen wir mal rein, was hier so gibt. Ich will hier gar nicht die Umgebung so sehr erkunden, weil ich habe keine Zeit. Und keine Lust. Oh. Treibsand. Ja, jetzt wird Treibsand weg. Ich weiß, wie Treibsand funktioniert. Danke. Also schön langsam und weiter. Und langsam. Komm ich hier vorbei? Du wirst wahrscheinlich kämpfen. Dann mach das mal. Ich bin übrigens dämlich. Ich kann auch... Genau, gefällt es, hat doch Finte. Das sollte klatschen. So, mein Freund, ne? Ja. Jetzt geht's rund. Das kannst du aber wissen. Symbolara sollte nur Psycho sein. Das heißt, wir können einfach drauf kloppen. Ich habe Finte, jawohl. Das ist dumm, weil ich bin auch Flug. Aber scheinbar zählt es nicht. Also scheiß drauf.
glaube und hoffe, der Volltreffer war unnötig. Habe ich das wirklich gerade getan? Warum, Spiel? Warum tust du das? Ich werde gerade gefiegt. Komm schon, was soll denn das? Na, immerhin habe ich noch Dingens vorne. Monozyklen. Gefällt's. Bitte hau das Ding weg. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, dich für die abzugeben. Möchte gerne Wobbeldinger. An diesen Kampf. Ja, daran würde ich mich auch jahrelang erinnern, wenn du vom Champion besiegt wurdest. Ist es? Warte, ich muss kurz runter gucken. Ja, ich glaube. Ich glaube, irgendwas mit Schwanz lutscht läuft hier gerade ab. Irgendwas mit Spieler und. Irgendeine Verbindung besteht da. Ich habe so das Gefühl. Aber frag mich nicht warum. Es fühlt sich nur so an. Oh mein Gott. So, ein neuer Versuch. Nein, nein, nein. Pizza, was soll denn das? Das ist okay, Schatz. Kann ich? Ja. Mein Numpad war aktiviert. Ich muss immer checken. Ich weiß nicht, ob mein Numpad aktiviert ist. Bedroher. Oh, komm schon. Tschüss. Weil ich gar nicht bin, hat sie mich direkt erkannt, oder? Das war der Plan. Mein Hidden-Pokémon Schwarz auch schon die ganzen Psycho-Affen. Weil wenn ja, dann habe ich es verdreht. Das war vielleicht noch besser so. Es ist so gut. Gab, okay. Komme ich nicht weiter hier? Ich komme nicht weiter hier. Die haben den. Die haben den Ausgang zugesperrt. Also nicht den Ausgang, sondern halt den nächsten Strudel. Der ist nicht mehr. Hätte mich auch gewundert, wenn ich ihn noch groß hätte weitermachen können. Okay. Ich versuche zurückzulaufen. Wenn das nicht funktioniert, dann sage ich Scheiß drauf. Okay, einen Encounter sag ich. Wenn noch einer kommt, dann lade ich ihn in den Fluchtseil. Dann lass mich doch nicht verarschen hier. Ja, dann kommt noch ein Bedroher dazu. Ich weiß schon. Ja, was jetzt? Das war irgendwie ganz nett, aber... Fragezeichen? Dickes Fragezeichen dahinter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, den haben wir doch schon ausgeschaltet, oder? Ja. Der Tommy ist nicht mehr, aber... Oh! Fuck! Aber dieses Item ist noch. Bitte! Ich war zu schnell! Doch dumm. Okay, Nugget, yo, kann ich gebrauchen. Ich kann nicht zurückfliegen, das heißt, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, wenn es drauf ankommt. Aber okay. Hier hinten ist noch was. Ist ungewohnt, meine andere Musik zu hören, als dieses Psycho-Ding. Tatsächlich meine Backpackerin hier. Backpackerin. Transition, rot immer auf. Du bist. Ich glaube, Bodenstahl, das ist schlecht. Ja, das ist ziemlich schlecht. Ich bin tot. Also nicht tot, aber naja, doch, eigentlich schon. Ich will die ganzen Psychos wechseln, kann auch wieder. Oder ne, Riolo kann auch wieder. Ich könnte aber auch zwei Tonnen. Na komm. Machen wir es eben so.
Wasser gegen Boden. Stimmt. Ich versuche jedes Item mitzunehmen. Weil ich hier sowieso ein Geldmangel bin. Also jedes Item mit jedem Kampf. Und auch für die Level, das ist gar nicht schlecht. So, Stärke, dann Spezial, irgendwas, mir egal. Angriff wahrscheinlich. Oh, Genauigkeit sogar. Ist verdammt wichtig. Okay. Dann komme ich in. Wow. Der hat. Ich hätte nicht mit so einer großen Sichtweite gerechnet, aber okay. Habe ich kein Problem. Litumi, das trifft sich hervorragend. Ja, super. Weil mal zwei Wasser gegen Stein. Hat trotzdem gereicht. Ja, okay. Das macht schon Sinn. Ihr jetzt steigt stark, heißt, ich bin jetzt langsamer, genau. Tu das nicht. Tu mir das nicht an, Spiel. Bitte. Das passiert gerade wirklich, oder? Ich glaube nicht, das passiert wirklich gerade. Das ist ganz interessant, ja. Hm. Ich würde gerade gern irgendwas zerbeißen, so was ich Nagel oder so. Aber schnell zack drauf und der Nagel ist durch. Bin ich gerade irgendwie dafür. Ein Wunder! Zwotronen kann angreifen. Es ist Wahnsinn. Ich war nie näher an einem Orgasmus heute, wirklich. Als bei diesem Angriff. Wahnsinn. Ich wollte wirklich nur ein bisschen Spaß haben, dann hat das Spiel mich gefickt. Aber das mit aller Kraft und Überzeugung, wirklich. Puppelstück. Ja, Spiel, mach doch, was du willst. Ich brauch mal wieder einen wilden Encounter. Schon lange keinen Encounter mehr gehabt. Aber jetzt wäre es mir wieder Zeit für einen Encounter. Oh, dafür ein Top-Ether. Oh, Top-Ether. Nice. Ich muss sagen, Top-Ether macht insofern nicht so viel Sinn. Ah, oh, das war's schon. Das heißt, ich kann zurückgehen. Macht insofern nicht so viel Sinn, als dass gute Attacken. Ja, okay, scheiß drauf. Lass ich einmal über mich hergehen. Also insofern nicht so viel Sinn, als gute Attacken meistens sowieso 10 oder weniger AP haben. Das heißt, normaler Ether reicht aus. Bei Top Ether heißt es, soweit ich weiß, dass eine Attacke aber dafür voll aufgeladen wird. Und ich glaube, Elixier ist dann dafür da, um alles um 10. Und Top Elixier ist da, um alles um. Ja, um alles, um alle AP aufzufüllen. Inigo-Stück. Ich will diese ganzen Stücke nicht. Pupu und Inigo, zack. Zeug da, brauche ich nicht. Geh aus meinem Leben. Bitte. Kann ich mal Leuten aus dem Weg gehen, ja. Ich glaube, sie hat einen Feuerpunkt. Ich glaube, sie hat Flampigian. Komm. Ach so, es ist er. Ich hatte recht und es ist trotzdem einmal. Wir sollten einfach nicht erwähnen, dass es halt über wie eine Frau aussieht, aber ey. Three People 2015. Zack. Aber das war jetzt wirklich nur für EP und ein paar Items oder was? Außerdem, wie kann ein Ranger verdursten? Verbrennung. Wie kann. Sollte ein Ranger nicht vorbereitet sein? Ach, ich weiß es nicht. Wer bin ich, ihn zu beurteilen? Oh, ich bin jemand, der Sternenstaub hat. Okay. Das ist ein Kriterium. Bitte. Achso, nee, du wolltest gar nicht kämpfen. Du hast mir gesagt, bla bla bla. Und ich kann weiter.
Wie viele Encounter kriege ich? Oh, null! Das ist ja Wahnsinn. War da ein Item? Nee. Hab ich mir nur eingebildet. Dann kommen wir jetzt endlich zurück auf die Hauptroute. Und weiterschauen, was hier noch so gibt. Okay. Eine lebendige Passage am Puls der Zeit. Wie die das alles in 3 Jahren gebaut haben, ist mir ein Rätsel. Was mache ich nur? Ich kann es doch niemals allein bewältigen. Du da! Was ich? Was? Bitte? Ich frage gar nicht. Willkommen in der Einklangspassage. Ja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist es also nichts weiter als eine normale Straße. Du hast mir noch nicht vorgestellt, du bist der Besitzer. Dein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Ich habe allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Ich habe die Idee. Du bist ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemand wie dir, der auf seinen Reisen viele Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Was sagst du, willst du uns nicht gerne mal versuchen wollen? Ja, komm. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert und den du am liebsten in die Welt heraussuchen würdest? Vorsicht! Können über drahtlos funktionieren zu anderen Spielern. Okay. Sehr gut, dass ich nicht drahtlos bin, aber wir probieren es. Sollte genau reichen. Nein, warte. Oder warte. Ja, das sollte reichen. Ich wollte erst sagen gechillt, aber gechillt ist total langweilig. Rasiert das! Das muss rund geht. Toller Spruch. Was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest? Was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Ganz allgemein. Jetzt kann ich sagen chillig, aber chillig ist langweilig. Zu kurz. Also das Wort ist zu lang. Fuck. Was sag ich, wenn ich irgendwas gut finde? Na, schön auseinandergezogen. Rasiert, nice. warum bin ich das so lustig? Ich glaube, so nenne ich die Folge. Rasiert, nice. Habe ich mir doch gedacht. Du bist wie für diese Aufgabe geschaffen. Ja, ich weiß. Chef! Langsam Zeit für den nächsten Termin. Jawohl. Das ist doch witzig jetzt. Was ansprechen? So bist du nur in der Stadt genannt, okay. Ich bin natürlich der Loninator. Ach, was ich? Ich bin sie verantwortlich. Was? Okay, wie kann ich die Passage wachsen lassen? Spring mich einfach an, wenn du soweit bist. Ja, was ist hier drin? Kann ich was kaufen? Hier ist ein PC. Das ist mein Büro. Krieg ich hier was zu essen? Loninator ist irgendwelche Fragen. Ich hätte mich Dr. Loni nennen können. Scheiße. Boah, das wäre viel geiler rübergekommen. Professor Dr. Loni. Drahtlosfunktion, ja, komm, verpiss dich, Drahtlosfunktion brauche ich nicht, weg da. Ist also schon uninteressant. Die setzen ein bisschen zu viel auf Drahtlos, das nervt mich. Tschüss. Okay, bye. Ja, war irgendwie nett gemeint, aber mega unnötig. Rayona City. Versuchen im Vorbeigehen möglichst vielen Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Einklangspassage entstehen. Nach Ferula, aber du findest die Weichenstation. Waren wir nicht in Ferula schon? Waren wir nicht schon? Ich weiß nicht. Komm, lass die Rennleiterin von Rayona City. Sie ist ja ein Model. Ich würde sie ja so gerne mal mit dem Laufstieg stolzieren sehen. Ja, mach doch. Was bitte? Ein Grillmark. Ich bin schockiert.
Vergnügungspark. Ich könnte auch in den Vergnügungspark. Wer mit der Achterbahn fährt, rauscht man mit einem Affenzahn hin und her und auf und ab. Ist du fast so, als hätte man die Attacke ruckzucki ein. Ganz tolle Geschwindigkeitsanalogie. Wirklich Wahnsinn. Hammermäßig. So, was läuft hier so? Wow. Ich glaube, das Pichu ist neu. Er liebt die Musik von ganzem Herzen. Dun, 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 dun. Man kann das voller Kehle während der Achterbahnfahrt schreien. Zurück, Hex. Achterbahn oder Riesenrad. Kann ich mit irgendwas fahren? Das wäre ziemlich geil. Die Achterbahn war früher mal die Arena. Ist es, oder ist es immer noch die Arena? Ach nein, das ist jetzt was zum Kämpfen, aber nicht mehr die Arena, glaube ich. Ah, ich glaube, so funktioniert das. Mal schauen, was ist hier? Kann ich hier rein? Nein. Ist mich zum Kampf herausfordern? Nein, ich will Achterbahn, Riesenrad fahren. Mit einer älteren Dame wie ich es bin, einen Kampf austragen zu wollen. Ja. Einfach mal so. Level 100 Carpador. Das ist die beste Animation aller Zeiten, Mann. Wie sie den Pokéball halt fallen lassen, das war einfach. Da habe ich schon keine Worte mehr. Wirklich nicht. Nein. Ja, mach's gut. Nein, 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 Freunde. So läuft der Hase nicht. So läuft der Hase nicht. Der Hase läuft so. Es will wieder Gesang kommen. Ich habe, glaube ich, nichts gegen Schlaf. Also ich muss entweder mein Glück hoffen oder wiedersehen. Was ist das? Könnte Kraftwelle? Ich bin nicht schneller, Mann. Fuck. Außerdem rippt mein linkes Ohr. Scheiß Stereo. Die Welt muss mehr Mono werden. Zugabe. Jawohl. Oh, nach einer Runde aufgewacht. Gefügt. Yes. Das macht verdammt viel Glück. Ziemlich geil. Tschüss. Tschüss, Inikö. Das ist doch kein Name. Bin ich mit dem Riesenrad gefahren? Nein. Du musst nur, dass man zu, man muss zu zweit sein, wenn man eine Runde damit drehen will. Jetzt bekommt sie auch glatt Lust. Oh. Oh, schau mal. Tippoglone in diese ältere Dame. Die Stadt ändert sich irgendwie kein bisschen. Aber ich wohl schon. Ja, die Stadt hat sich in den dritten. Vor 3 Jahren war da noch keine Stadt. Was geht? Das Baby tritt ganz schön kräftig. Ob es wohl auch die Aussicht. Aussicht genießt. Was? Das Baby? Ach, sie ist schwanger oder was? Das kann man mal sagen. Es hat sicher auch schwanger. Ich weiß nicht, ob... Okay, na gut, bei Achterbahn macht das ein paar Riesenrad. Beim Riesenrad weiß ich nicht. Sie soll sich nicht überanstrengen. Und sie ist total entspannt. Sind wir jetzt... Ich meine, dass ich schwanger ist, nehme ich mal an, das wird nichts mit hier, ne? Aber... Ich hab's probiert. Super. Ach, hier ist die Arena jetzt, oder was? Ah, okay, Arena. Ich habe überlegt, diese Folge zu nennen, heißt sie Milf mit Honig, aber das kann ich nicht machen. Das kann ich wirklich nicht machen. Das geht nicht. Was, irgendwas mit Idol, ich habe nicht gelesen. Ein Fernsehstar hätte ich aus der Nähe sehen können. Ja, ich bin Fernsehstar. Nein, weil ich bin nicht Fernsehstar, ich bin Filmstar. Ich bin Filmjungstar, ich bin einfach nicht aufzuhalten. Also was ich fragen wollte ist, das Riesenrad nicht, in den ganzen Kräften so ist es nicht zu viel Belastung. Ich bin schwanger oder weil es so soft ist. Ja, Softcore. Das, vielleicht läuft es wenig, weiß ich nicht. Vielleicht darf man das dann. Weichenstation. Die U-Bahn. Die Metromeister. Ja, nein, danke. Das habe ich schon in Schwarz nicht gemacht. Achso. Ja gut, wenn ich hier direkt, dann mache ich es, aber. Auf in den Kampf gegen die Metromeister. Mag ungewöhnlich sein, aber wenn es das Schicksal so will, dann bitte.
Ja, komm. Bla bla bla. Hin und her. Die sind, es sind wirklich die besten Namen aller Zeiten. Okay, Stripolin Sedimantur. Sedimantur müsste Gestein sein, das heißt, Kampf hat eine Chance dagegen. Ich werde es mal probieren. So. Verkuckel. Verkuckel hätte. Das war ziemlich dumm. Ich sagte dumm. Verkuckel, hörst du mir zu? Es wäre schlauer gewesen, wenn Verkuckel Stripoli angegriffen hätte. Glaube ich zumindest. Eisenabwehr, okay, kein Problem. Ich ziehe einfach nochmal durch, kein Problem, ja. Bullshit. So, kann ich? Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr sehr effektiv, das ist ziemlich dumm. Okay, kann ich noch kontern? Macht das Sinn oder nicht? Vielleicht werde ich auch gar nicht angegriffen, wäre dann durch. Das war gut. Boah, setz was gegen mich ein. Schwachsinn. Fuck. Vegimark, toll. Das kann nicht dein Ernst sein. Na komm, daneben drauf. Und gewonnen. Dass hin und her jeweils nur ein Pokémon haben, das ist ziemlich schwach. Von Metro-Meistern und Meisterkämpfern würde ich mehr erwarten. Aber naja. Tschüss. Wahrscheinlich, ja, es war ein Schaukampf halt so, ne? Nichts Großes. Ich bin her. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg von diesem Kampf, wirklich. Mehr weg als hin. Bravo, ihr neuer Pokémon, ihr bildet ein atemberaubendes Gespann. Ich heiße her. Die Namen sind so doof. Ich habe zwar gegen dein Team verloren, aber mich dennoch prächtig amüsiert. Kommt ruhig mal wieder. Mit der U-Bahn. Ich habe keinen Bock auf U-Bahn, aber danke. Zumindest nicht auf die Kampfmetro. Also U-Bahn ja, aber Kampfmetro nein. Verbundenheit, was ist das? Kampfkamera. Ich kann mit meinen Freunden aufzeichnen. Ja. Screen Capture, sag ich dann nur, ne? Aber jetzt probiert. Wo ist denn jetzt der Arenaleiter? Na, die Arenaleiterin. Das ist ja eine sie. Das Model-Dings da. Die Model-Tante. Ich frag mich wirklich, wo sie ist.